So, Dille. Weiter geht's nach Killingfields. Bleib in Reichweite deines Versorgungsfeldes, um deine Gesundheit schneller zu regenerieren. Ah, ich verstehe. So. Du darfst nicht in meinen Mech rein. Doch, sie darf mit rein. Das war mir klar, du kleiner Schwerenöte. Nein, ich habe keinen 3DS. Leider, Maxi. Es würde auch nichts bringen, da ich keine Capture Card für den 3DS habe. Also könnte ich quasi gar nicht rüber streamen. Dann müsste ich mir erst ein 3DS mit einer Capture Card kaufen. Ui. Ja, was man nicht alles nur wegen Geld macht und Existenz und so. Da-dam, 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 da-dam. Ich bin mal gespannt, wie weit wir eigentlich sind, schon so mit den Story-Verhältnissen so. Okay. Ja. Ja. Ja, da hast du recht. Außerdem vertraue ich diesem Braddock nicht. Der tut irgendwie, glaube ich, alles für Geld und für ein bisschen Ruhm. So, like a ninja. Oh, C4. Yeah. Okay, warum ist da ein Lastenlift? Ich hasse es, wenn ihr das tut und ich euch ständig irgendeinen Gefallen tun muss. Maxi, hast du meine Antwort eigentlich gehört? Mit dem 3DS, dass ich keinen besitze und ich mir erst einen holen müsste mit Capture Card, weil es sonst nichts bringt. Definitiv, like a boss. So, wo sind wir denn? Ach, wir sind an der Funkstation. Oder? Nee. Wir sind wieder zurück. Doch, wir sind an der Funkstation wieder. Oh shit. Wie viele Nachrichten haben wir denn gekriegt? Eine, okay. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber wenn die am Anfang unsere Enkelin war, wie ist dann. Hä? Warum ist dann Hank ein. Nee, kapier ich nicht.
Ah, doch, dann ist er hängt der. Ja, macht Sinn. Alter, bin ich gerade verwirrt. Ah. Bishop's Wake, oh yeah. Ah, ich hoffe, wir werden nicht von einem Sturm erfasst. Das wäre jetzt leicht fatal und blöd. Ha. Oh doch, wir müssen übers Eisfeld. Oh, ich hasse das. Begib dich zum Hangar. Alright. Ich begebe mich ja schon zum Hangar. Ah, jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Stop that bitch. Ahnung, Schnellreise ist während der Mission nicht möglich. Okay. Ah. Danke, dass ihr so viel Vertrauen in mich hattet, dass ich nicht lebe. Yeah, like a boss. Wo haben wir denn noch so Viecher? Da ist auf jeden Fall noch mal eins. Na, ah, ich muss aus dem Mech raus. Mach ich doch. Bam. Oh, meine Fresse, sind das viele. Bam. Ah. Jetzt kann man es übertreiben. Like a boss. Oh Gott. Ja, ich rette dir den Arsch, wie irgendwie jedem hier. Ich bin ja da. Okay, runter in den Keller, damit wir ja unseren kleinen Pionier hier helfen können, sonst scheißt er sich noch ins Hemd. Ha, Maxi, Maxi, Maxi. Was soll ich nur tun, wenn du nicht da wärst? What the? Ah, I need a pump gun. Ouch. Ja, servus!
Ja, natürlich. Wow. Ja, jetzt hat er mich zerlegt. Shit. Okay. Hey, ohne Scheiß, die Viecher regen mich gerade richtig hart auf. Wow, warum? Ah. Bam. Bam. Ja, ich laufe mal lieber weiter durch. Ja, den Audiolog mitnehmen. Ah, lass mich. Ja, bis später, Jim, du sagst es. Ui. Ja, natürlich. Cool, dass du mich so nennst. Ja, so ein bisschen. Ja, wie lange soll ich dir denn noch aushelfen hier? Okay. Ah. Base Defending, das erinnert mich jetzt voll an Tower Defense. Ja, und hier kommen wir natürlich wieder nicht durch. Ah, oh, das ist ja wieder ein Labyrinth, sage ich euch. Wir werden vom Imperium überrannt. Ja, richtig. Okay, du kommst selber klar. Chillig. Oh, dann gehen wir wieder in den Hangar. Na 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 na, Batman, sagt Maxi, sagt Maxi. Du. Oh nein, das ist nicht cool. Uah. Okay, wir sind in der Luft. Wow, die haben meinen Robot zerstört. Oh, what? Nein, Gertie. Nein. Sie haben Gertie erwischt. Wow. Ja, lauf, Bitch. Schnauze. Oh. Erwischt. Was? Die machen den ja kaum Schaden. Scheiß die Wand an.
Ah ja. Ah, ich es liebe. Einfach immer nur die Drecksarbeit zu machen. Munition wäre jetzt echt nicht übel. Munition, Munition, Munition. I need Munition. Oberer Hangar. Ja, da bin ich echt mal gespannt, was der Typ schon wieder hier für ein Scheiß Zeug hat, mit was er sich hier wieder nicht den Schnee essen. Ha 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 ha. Oh, Munition. Ah, wow. Ah. Bam. Ist gerade voll das Massaker. Einfach nur reinhalten. Oh, wen haben wir denn da? Du rennst da weg. Wie rennst du denn? Voll wie die Schwuchtel, ey. Ich bin auch gespannt. Alles klar. Du bist der Boss. Wow. Dein Motherfucker. Ja, bei euch alles in Ordnung? Ja, scheint so. Hey, eine schicke Hütte und hier wird gepokert. Ein Audiolog. Alright. Mal schauen, was da so drin ist. Okay. Ein Brett direkt über dem Coronas Hangar. Die Delta Station. Okay. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Oh, goddammit, das sind diese Viecher schon wieder. Was hat der Typ schon wieder angestellt? Na, ich bin. Okay. Klappt es? Ja. Ah, lass mich in Ruhe, du kleines Mistviech. Wow. Ja. Wow, 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 wow. Keep cool, Bitch. Wow, du scheiß Drecksviech, Mann. Nein, 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 lass mich los. Nein, 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 oh Gott. Hier, friss das einfach und bam.
Oh, voll die Blutlachen und die scheiß Mistviecher krepieren einfach nicht. Ah, ah. Oh Gott. Please don't die on me. Nein. Jetzt dachte ich schon wieder, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Das war richtig knapp wieder. Ja. Let's go. Oh. Ja, ich verstehe schon. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Hi. Ja, geile Sache. Also wir haben wieder einfach nur verkackt. Ich vertraue euch kein Stück. Okay, los rüber mit dir. Hallo, du sollst da rüber. Warum will der jetzt da nicht rübergehen? Ach so. Aua. What the fuck? Okay, das würde mich auch anpissen. Alter. Ey, jawohl, Danny und Sassi sind da. Ja, hallöchen, ihr zwei. Freut mich sehr, dass ihr auch dabei seid. Wir haben gerade hier voll die Scheiße am Dampfen. Der Typ hat echt nicht mehr alle Latten im Zaun. Der hat irgendwas gebaut, was diese Viecher sau aggressiv macht. Und ja, wir dürfen die Scheiße wieder ausbaden. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Wenn ich wüsste, wo ich nur lang muss. Ah, das war klar. Drecksviech. Was? Ich muss jetzt wirklich da durchkriechen? Nicht euer Scheiß Ernst. Ja, genau. Ja, kommt einfach alle zu mir. Okay, ich kann es echt nur kaputt schießen. Geht doch. Ja, ich hab wieder randaliert, wie immer. Kehre zum Hangar zurück, ja. Eieieiei. War das eine Geburt, ey. Echt, echt, echt. Das war echt eine Geburt. Boom, bitch. Get out the way. Super.
Alright, let's do the shit. Wo müssen wir eigentlich lang? Gute Frage. Zum Hangar. Komme ich denn wieder zurück zum Hangar? Warte, ich bin hierher gekommen. Genau. Geh auf. Sesam, öffne dich. Na super. Ja, ich glaube nur andere. Ich glaube, der andere ist nur ziemlich pisst, dass wir sein Gerät kaputt gemacht haben. Und wo ist Braddock? Verdammte Scheiße nochmal. Wo ist dieser fette Lappen eigentlich? Diese fiese Fettsack, der. Hey, Maxi, du bist nicht mehr allein im Chat. Ja, du sagst es. Denk an den Deutschtest morgen. Mach ich, Saskia, mach ich. Ich denke dran. Ich denke dran. Okay. Hi, Bitch. Fuck you, Kant. Willst du mich verarschen? Laber mich nicht so voll. Alter, ich werde dir so in die Fresse schlagen. Wie viele Spielminuten ich gerade habe? Gute Frage. Warte mal, wir haben ungefähr Viertel vor 10 angefangen. Ungefähr, ja, überhaupt hier mal Daumen, so eine Stunde 15. Es ist nicht so viel passiert, Saskia. Also wir sind wiederbelebt worden, sind aus so einer Station ausgebrochen und sind dann wieder hier gelandet und wurden eben von diesen Akriden angegriffen, weil dieser Depp hier irgend so ein Gerät gebaut hat und wir die Scheiße ja, wie du gerade gesehen hast, einfach mal in die Tonne gekloppt haben. Sonst ist eigentlich nichts Interessantes passiert, nur dass es noch ein anderes Volk gibt, das Nevik hier voll ausgesetzt hat und die sich nicht riechen können und Nevik soll über deren ihre Existenz nichts erfahren. Also es war jetzt mal so grob zusammengefasst, was so passiert ist. Ja. Ja, und jetzt gibt's ein Wodka. Ja, das ist nur schlecht gelaufen, weil wir es aufgedeckt haben, ne?
So in der Art. Okay. Gute Einstellung, Jim. Nur werden wir sowas auf die Fresse kriegen. Ich spüre es einfach. Ich spüre es einfach, verdammt nochmal. Warte, wir machen hier kurz nochmal einen Break. Moment.